grüße ich euch zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel morgen beim SSV Ulm. Neben mir Maurizio Iacobacci. Und wir starten heute direkt mit euren Fragen. Mikros liegen bereit. Kommt direkt los. Ist gut. Ja, dann fange ich an, Herr Iacobacci. Ja, wie geht man jetzt mit so einer Situation um? Zwei Siege in Folge. Jetzt geht es zum Aufsteiger, der das erste Mal so richtig kräftig Prügel bekommen hat in Ingolstadt mit dem 0:4. Haben Sie sich das Spiel angesehen? Es ist wahrscheinlich zu hoch ausgefallen am Ende, weil Ulm muss ja ein richtig gutes Spiel eigentlich gemacht haben. Wie sehen Sie es? Ja, genau so wie Sie. Das Resultat täuscht hinweg für die Leistung, die Sie gebracht haben. Ingolstadt war sehr, sehr effizient, das muss man ganz klar sagen. Aber ich habe natürlich auch andere Spiele von Ulm gesehen. Eins, sie sind sehr heimstark. Sie haben 10 Punkte aus 4 Spielen geholt. Das will auch etwas heißen. Sie sind doch durchgezockt. Eine ausgeblühte Mannschaft, die weiß schon, wie sie sich verhalten muss auf dem Platz. Ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben, haben wenig Zuzüge. Ja. Und das heißt ja auch, dass sie eine gewisse Kontinuität in ihrem Spiel haben. Sie kennen sich seit längerer Zeit schon. Also als auch Aufsteiger haben sie natürlich noch den Flow von der letzten Saison, den positiven Flow. Und von daher haben sie jetzt klar eine Niederlage hinnehmen müssen, aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr gute Mannschaft, die auch gut Fußball spielen kann und vor allem eben zu Hause gezeigt hat, dass sie das ihren Mann stellt. Und das gilt es schon zu berücksichtigen. Wie sieht es mit dem Personal aus? Julian Gutter scheint wieder gesund zu sein. Ja, er war heute wieder dabei im Team und das ist natürlich schon gut. Klar, ich habe noch 24 Stunden, er hat noch 24 Stunden Zeit, noch sich aktiver zu beschäftigen. Und klar, wünsche ich mir natürlich, dass er morgen aus dem Vollen auch schöpfen kann, solange die Kraft natürlich reicht. Aber der Starke, der ist noch gesperrt. Der Schulter ist noch angeschlagen und Glück wird auch nicht dabei sein, weil er aus privaten Gründen nicht da ist. Ich mache weiter. Ja. Was hat diese zwei Siege in Folge jetzt mit Ihrer Mannschaft gemacht? Sie haben es ja vor ein paar Tagen erwähnt. Ja, Ihre Mannschaft soll als Familie auftreten, vor allem im Abwehrverbund. Bemerken Sie das jetzt auch in so Tagen wie jetzt im Training zum Beispiel? Das Wetter ist schön natürlich, dass auch so die Brust lockerer wird? Ja, sicher. Also die zwei Siege haben absolut sehr gut getan. Dem ganzen Klima, dem ganzen Ambiente hier, tagtäglichen Arbeit ist natürlich klar. Mit Siegen kann man natürlich locker an die Arbeit gehen, ohne die Konzentration zu verlieren. Aber das hat wirklich sehr, sehr gut getan und vor allem eben diese Freude aufzubringen, defensiv eben so zu spielen, wie wir gespielt haben. Man sollte auch Freude verspüren, ein Tor zu verhindern und das ist wie ein Torschießen. Das ist das Gleiche, die Freude, die man bei einem Torschuss oder bei einem Tor hat, bei einem erzielten Tor, diese Freude sollte man auch eben versprühen, wenn man ein Tor verhindert. Und ich habe gelesen heute wieder, wir wollen die Familie verteidigen und das ist unser Tor. Das ist ein Wollen, weil wenn man es will, dann tut man es eben von sich selbst. Wenn man es muss, dann es wird einem auferlegt, aber das Ziel ist ja, dass sie es selber wollen. Das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Mussten Sie Ihre Linie ändern, Ihre spielerische Linie ändern im Vergleich zur Anfangszeit, um einfach auch, sage ich mal, die Kompaktheit zu forcieren? Ja, wir haben ja gut in die Saison
gefunden, ja, mit den zwei Siegen und zu null Toren auch. Haben es dann auch versäumt, wir haben natürlich schon krasse Tore bekommen, aus Eigenverschulden natürlich. Und das wollten wir unbedingt eben wieder verhindern, diese Konzentration an den Tag legen, um eben nicht aus eigenen Fehlern Tore zu bekommen. Wenn der Gegner es herausspielt, ein Freistoßtor entscheidet, dann kann man eventuell auch nicht viel dagegen machen. Aber dass man eben gewisse Dinge eben verhindert für Eigenfehler, ist enorm wichtig. Fehler vorne zu machen, ist nicht so gravierend, als wenn man eben dann Fehler begeht in der letzten Zone, wo eben diese Fehler dann auch kaltblütig genutzt werden. Und das ist eigentlich auch die Qualität dieser dritten Liga. Man kann sich keine Fehler in der letzten Zone, also in der ersten Zone leisten, weil man wird dann wirklich bestraft. Okay, dann mache ich weiter. Sie hatten zum Saisonstart gesagt, nach dem achten Spieltag will ich eine erste, oder kann man die Mannschaft das erste Mal so ein bisschen einschätzen. Wie fällt Ihre erste Zwischenbilanz aus? Ich finde, dass wir vom Spielerischen her sicher sehr viele Fortschritte erzielt haben. Ganz klar ist, dass durch natürlich diese unglücklichen Niederlagen, das muss man ganz klar sagen, unglücklichen Niederlagen, die auch für Eigenverschulden natürlich zustande gekommen sind, einen kleinen Knacks gegeben hat. Und dass wir jetzt in Halle wie auch gegen Verl nicht den besten Fußball praktiziert haben, mit dem Ball natürlich, das ist auch verständlich. Es ist auch verständlich. Entscheidend war für mich eben die defensive Solidität, Stabilität wieder an den Tag zu legen, auch ein Spiel zu Null zu gewinnen. Das war enorm wichtig. Und dass wir dann mit dem Ball vielleicht weniger Akzente oder weniger sauber gespielt haben, das ist etwas, das sich wieder in der Zeit lösen wird. Wir werden sicher da auch wieder mutiger agieren können mit eben solchen Spielen, mit solchen Siegen. Hilft auch das in der Entwicklung weiter. Und im Moment gilt es wirklich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das sind einfach Punkte einzufahren. Und im Moment, klar, mit 8 Spielen, 12 Punkten, mit 4 Auswärts- und 4 Heimspielen. Wir haben einfach 4 Punkte zu wenig, damit wir einen Schnitt haben, den wir gerne möchten. Man sagt ja immer, auswärts ein Punkt, zu Hause gewinnen, ist ein sehr guter Schnitt. Und da sind wir mit minus 4 Punkten natürlich im Moment da dran. Aber wir können das jetzt auch morgen wieder verbessern. Mit einem Sieg würde das uns natürlich enorm viel helfen und auch weiterbringen in unsere Entwicklung. Das ist ganz klar unser Ziel, aber wir wissen schon, gegen welchen Gegner wir spielen. Sie haben eine gute Saison gespielt bis heute, muss man auch sagen. 4 Auswärtspunkte geholt, 10 Punkte zu Hause. Also sie haben 2 Punkte mehr als wir. Und das gilt es schon zu berücksichtigen. Es ist nicht so, dass wir dort als Favorit hinfahren. Ganz klar nicht. Dann wechseln wir mal die Seite, gehen wir zur anderen Seite. Ja, Servus, Herr Kubatschi. Sie haben schon die defensive Stabilität hervorgehoben. Gegen Verl haben Sie wieder mit 4 Rakete spielen lassen. Welche Rolle hat das jetzt gespielt? Ja, also wir haben immer mit 4 Kette gespielt eigentlich. Auch vorher. Nur ich weiß nicht, ob es jeder verstanden hat, wie wir gespielt hat. Offensiv haben wir mit einer Dreikette operiert, das heißt aufgebaut mit einer Dreikette, mit Greilinger, der nach vorne geschoben hat, ins linke Mittelfeld, und der Schröter war auf der rechten Seite. Wir haben einfach die 4 Kette verschoben, ein wenig auf links, und dann entstand natürlich diese Dreikette im Aufbau. Aber defensiv hat Greilinger Außenverteidiger gespielt. Also das heißt, Greilinger Außenverteidiger links,
lang, Außenverteidiger rechts und die zwei zentralen Verteidiger IVs mit Quadro und Verlat. Dass eben einige immer denken, dass wir mit Dreikette gespielt haben, auch defensiv, das ist eigentlich falsch. Ihre Herangehensweise ist ja vor dem Umspiel ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, wie ich 60 in Ingolstadt gespielt habe, sind Sie zuvor ins Hotel gegangen. Sind Sie am Tag vorher angereist? Diesmal machen Sie es anders, reisen Sie am Spieltag an. Warum? Ja gut, gegen Ingolstadt haben wir um 4 Uhr gespielt. Das war am Nachmittag. Auch deswegen sind wir einen Tag vorher gereist. Weil einfach von der Zeit her es einfach idealer ist, wenn man diese Zeit dann auch im Hotel nutzen konnte. Heute, also morgen spielen wir um welche Zeit spielen wir? 19 Uhr, ja. Und von daher ist die Situation die, dass wir einen ganzen Tag haben. Und wir können morgens reisen, wir kommen um 11:30 an, wir können Tageszimmer nehmen. Und haben noch den ganzen Nachmittag Zeit, um uns auf dieses Spiel vorzubereiten. Und einen Tag vorher zu gehen mit einer kurzen Strecke, das ist ja knapp 2 Stunden, ist es eine gute Vorbereitung, wo sich die Spieler eins ausruhen können, noch nachmittags. Wir haben den ganzen Nachmittag auch Zeit, eben gewisse Dinge noch anzusprechen, taktisch auch anzusehen. Und so verstreicht natürlich dieser Nachmittag ziemlich rasch. Und es wird nicht eine gewisse Langeweile. Ne? Und ich glaube, es ist eine gute Vorbereitung. Deswegen auch, wieso, dass wir morgen erst nach Ulm fahren. Können Sie ein Update geben bei Moritz Schröter? Reicht es für den Samstag oder muss man noch länger warten auf ihn? Ja gut, da muss man von Tag zu Tag schauen. Der Wunsch ist natürlich schon, dass er Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnte. Das ist natürlich mein Wunschdenken, aber ganz klar gilt es, den Spieler in Betracht zu ziehen. Er hat am Schluss die Entscheidung zu tragen, ob es dann Mittwoch für ihn möglich ist, weil alles, was später passiert, ist natürlich schon knapp. Und ohne Trainings in ein Spiel zu gehen, wie das Spiel von Samstag, das wäre unverantwortlich. Ist denn Philipp Steinhardt schon so weit, dass es für den Kader reicht, oder sagen Sie, nee, das dauert noch ein bisschen? Ja, so für morgen jetzt noch nicht, aber vielleicht für Samstag, wenn er jetzt die ganze Woche mit uns trainiert, noch Gas gibt, dann werden wir uns da sicher noch Gedanken machen, ob er dann im Kader dabei sein wird, aber das ist jetzt noch das, was wir noch Zeit haben, uns Gedanken zu machen. Weitere Fragen? Keine, dann sage ich vielen Dank. Die Info noch, war ja schon klar, Ulm morgen ausverkauft, Spiel gegen Dynamo Dresden mittlerweile auch ausverkauft und die Tickets gegen Freiburg 2 gibt es dann ab Mittwoch. Dankeschön, gute Fahrt nach Ulm und bis morgen. Danke. Danke.